Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zur Cut 1 Einkaufstour 2016. Und wir fahren jetzt gerade auf dem Parkplatz zum Kick und Teddy. Wir sehen es hier oben. Und ja, Freunde, ich wollte dieses Jahr eigentlich keine machen. Ich habe es euch ja gesagt. Ich mache mal die Highspeed-Mucke ein bisschen leiser. Weil ich einfach schon erstens viele Feuerzeuge habe. Habe ich mir letztens erst viele gekauft. Und ganz viel Cut 1 zu Hause habe. Und dieses Jahr auch einiges wieder teurer wurde und alles. Das Ding ist nur, das Feeling muss einfach, das ist jetzt Tradition und es gibt einfach übelst Vorfreude und für euch auch und deswegen mache ich das Ganze. Und mein Kameramann ist dieses Jahr mit dabei, letztes Jahr war ich alleine auf Tour, wird sich wahrscheinlich auch noch was gönnen und ja, gehen wir mal zuerst in Teddy, Freunde, bis gleich. So, dieses Jahr diese neuen Kollektionen, Diabolo richtig Schrott und dieses andere, ach da unten, das ist ja so behindert, Kuddelmulle für 5 Euro, eiskalt 5 Euro jetzt. Hier vorne ist es leider nur ein Energy geworden, denn es gibt nur Scheiße dieses Jahr im Teddy. Mal gucken, ob was bei Kick dieses Jahr gibt. Jo, Freunde, zurück aus dem Kick. Wir haben uns Folgendes geholt. Also ich habe mir hier dicke Brummer und so Crackling Bits geholt, einfach mal für irgendeine Mischung oder so Cut 1 Mischung. Und Kameramann hat sich hier die drei Sachen geholt. Und dann würde ich sagen, fahren wir auf jeden Fall jetzt nochmal zum Netto und dann gucken wir nochmal wohin. Bis gleich. So, Freunde, wir sind jetzt am Netto angekommen und dann gehen wir mal rein und am Ende werden wir, denke ich, noch ein bisschen was testen vom Cut 1, was wir heute gekauft haben, weil sonst wird die Tour nicht lange gehen. Dann sehen wir uns jetzt im Netto, bis gleich. So, Freunde, wir zünden jetzt mal ein paar Sachen. Haben uns ein paar Artikel hier ausgesucht. Und ja, dann fangen wir mal an mit den dicken Brummern da hinten. Boah, ich filme mal den Rauch. So, und die restlichen machen wir jetzt auf einmal. Nämlich keinen Bock auf die Dinger. Immer rauf für den Fuß.
Ja gut, die Zündschnur jetzt nass, aber gebt euch mal den Rauch, richtig geil. So, jetzt die Crackling Bits, erstmal allen einzelnen hier und dann auch hier mal alle auf einmal. Okay. Der hat sich geteilt, richtig nice. Jetzt nichts Besonderes, ne? Aber wieder schöner Rauch. So, jetzt packen wir uns mal das Geisterstunde vor. Geisterstunde. Spider-Lights. Kam gerade ein Zug, jetzt die Mystery Balls. Magic Sticks sind Wunderkerzen, Golden Lights glaube ich auch. Und hier haben wir noch Horror House und Knallerbsen, die lassen wir mal weg. Gucken wir mal hier, ob das auch wirklich nur Wunderkerzen sind oder ob das so schöne Leuchtstäbe sind. Wunderkerzen, das hier auch. Fangen wir mal an mit der Geisterstunde hier. Was ist denn daran so schlimm? So Freunde, wie man gerade noch im Video vielleicht gehört hat, hat uns gerade ein Spinner weggeschickt sozusagen. Ist ja nur Cut 1, hat uns mit Bullen gedroht. Ich habe gesagt, ja komm, ruf doch. Guck doch hier, ist erlaubt und so. Er meinte, nö, will ich mir jetzt nicht angucken und so. Muss man schon Bescheid, was das für einer ist. Also jetzt die 3 Geisterstunde. Es regnet leider, deswegen ging der jetzt auf. Und schöne Dinger eigentlich. Hier sind nochmal 3-mal Geisterstunde. Machen wir auf Schlag. Der eine ging mal wieder aus. So, was haben wir dann jetzt hier noch? Spider-Light. Das sind diese Blitzcracker oder so. Mystery Balls. Und Horror House. Wir machen mal Horror House jetzt zuerst. So, und jetzt, wie gesagt, Horror House. Oh, richtige Rauchentwicklung hier. Aber sieht richtig geil aus. Unnormale Rauchschwaden. Heftig. So, jetzt beider Light. Was geht denn jetzt das Licht hier aus? Es regnet hier unnormal richtig ab kurz. Wir feuern da jetzt einfach mal so rein. So, die sollten doch alle funktioniert haben. Und dann machen wir jetzt zum Schluss die Mystery Balls. Kleine Knatterkugeln. Sind glaube ich noch mit Füllung. Jo. Und dann geht's los.
habe ich aber mal besser in Erinnerung. Und ja, Freunde, das war dieses geisterschöne Set hier. Die Knallteufel und Wunderkerzen machen wir jetzt, denke ich mal, nicht. Tut mir auch leid, dass wir jetzt uns so beeilt haben, weil es regnet hier richtig. Und deswegen, wir sehen uns jetzt nochmal zu Hause bei der Übersicht auch. So, Freunde, ich weiß gerade gar nicht, was ich da gemeint habe mit Übersicht. Es gibt ja eigentlich gar nichts mehr. Hier sind nur noch die übrigen Sachen aus dem Geisterstunde, die wir nicht gezündet haben. Knallerbsen und Wunderkerzen und so weiter. Und ja, Freunde, das war's mit der Cut 1 Einkaufstour. Wie gesagt, ich habe mir keine Feuerzeuge mitgenommen. Ich habe genug. Das werdet ihr dann auch in dem Feuerzeugvideo sehen. Das werde ich dann gleich drehen. Kommt dann auch die Tage online. Und ja, die Tour hat echt wieder ein bisschen Stimmung mitgebracht, also hat echt Bock gemacht. Auch zu zweit macht das mehr Bock. Und ja, noch ein bisschen was gezündet. Wie gesagt, vorhin hat mich der, hat uns so ein Typ angelabert, von wegen, ja, hört auf damit und so, schmeißt es weg. Ich dachte so, nö, ich schmeiß es nicht weg. Ist nämlich legal und ich darf das zünden. Und das wollte er nicht einsehen, habe ich gesagt, hier, guck doch. Und dann meinte er, ja, nee, gucke ich jetzt nicht hin. So. War ein kleiner Vogel. Wir sind dann halt ein paar Meter weiter gegangen und haben da dann das restliche Zeug losgelassen. Regnet momentan sehr stark. Ist auch sehr kalt, muss man sagen, momentan. Tage werden kälter. Silvester rückt näher, Freunde. Ja, Freunde, ich laber wieder ziemlich viel. Das war's mit dieser Cut 1 Einkaufstour. Wie letztes Jahr, viele haben sich's gewünscht, jetzt ist sie da. Dreh jetzt das Feuerzeug Review sozusagen. Mein Feuerzeugbestand. Wir sehen uns bis dahin. Haut rein und ciao, Freunde. So, Freunde, doch nochmal ein paar Feuerzeuge bei Konrad einkaufen. Bis gleich. So, Freunde, unglaublich, ihr habt es gesehen. Microblazer kosten jetzt 5,39 €, deswegen habe ich mir auch nur einen mitgenommen. Ich wollte mir eigentlich so 5 Stück mal mitnehmen. Und ein Energy darf natürlich auch nicht fehlen. Keine Produktplatzierung hier. Und ja, Freunde, dann geht es jetzt weiter mit dem Cut 1 Ballern. Viel Spaß.